herrliche Wälder. Etwa die Hälfte der Küstenheiden ist bestockt mit Wald. In vielen Teilen ein wunderschöner Wald, Laub- und Mischwälder. Diese Wälder sind Vorbild für einen Waldumbau. Nicht standortgerechte Baumarten sollen zurückgedrängt werden. Erklärtes Ziel sind naturnah entwickelte Wälder, die sich selbst überlassen werden, ohne weitere Eingriffe oder Bewirtschaftung. Auf dem Reißbrett wurden Wälder vor 150 Jahren geplant, zwischen militärischen Übungsgebieten und Ackerflächen. Und doch empfinden wir sie jetzt als heile Natur. Vertraute Vögel, ein Zaunkönig. Urige Bäume. Durch Naturverjüngung und gezielte Pflanzungen wächst hier ein buchendominierter Mischwald heran, meist unter dem Schutz alter Kiefern. Diese Mischung Laub-Nadelwald ist wichtig für die Artenvielfalt der heimischen Vögel. Distelfinken zum Beispiel lieben Kiefernsamen. Am Waldrand eine Besonderheit für Spezialisten. Ein breitblättriges Knabenkraut. Eine auffällige heimische Orchidee. Und auch am Waldrand das Netz einer Trichterspinne. Und die winzige Hausherrin, die nicht größer ist als eine Ameise. Einfach schön, diese Wälder. Doch auch hier gibt es Probleme. Ein schwieriges Erbe aus der ersten Waldgeneration. Ja, vor 100 Jahren wurde hier neuer Wald angepflanzt, der aber nicht aus heimischen, standortgerechten Baumarten besteht. Und das Ziel ist es, diesen Wald umzubauen in gesunde Mischwälder mit standortheimischen Baumarten. Mit viel Arbeitseinsatz werden in den betroffenen Gebieten heimische Baumarten untergepflanzt. Das heißt, dass man hier den Schutzschild der letzten alten Bäume ausnutzt, die Schatten spenden und den Waldboden erhalten. Ein Waldumbau Schritt für Schritt. Mischwälder werden die eintönigen, artenarmen Monokulturen ersetzen. Dann werden alle Wälder im Gebiet vital, voll Leben sein. Standorttypisch sind auch diese urigen Eichenwälder, Efeu überwuchert, verwunschen. Wälder wie aus alten Märchen. Eichenkrattwälder dagegen sind Nutzwälder, denen laufend Brennholz entnommen wird. Diese besondere Waldform auf Sandboden ist europaweit schutzwürdig. Ein Wald voll Gnomen gleicher Gestalten.
Der einzige Wald an der Nordseeküste im direkten Übergang zum Wattenmeer, der Werner Wald bei Salenburg. Gepflanzt ab 1880, heute Landschaftsschutzgebiet. Die Bevölkerung liebt diesen ihren Wald. Vorherrschend sind Nadelbäume, meist Kiefern. Als Alternative zum klassischen Kiefernwald wird in den Küstenheiden auch die Waldform Heide unterm lichten Kronenschirm geschaffen. Die Heide, meist Krähenbeeren, breitet sich schnell wieder aus, wenn der Wald gelichtet wird. Wald und Heide ergänzen sich hier ideal. Mitten im Werner Wald das Finkenmoor, ein mit Seerosen bewachsener Moorweiher. Von alters her eine Besonderheit an der hiesigen Küste. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ein Dünenriegel durchbrochen. Das Moor entwässert, ein Teil wurde aufgeforstet. Aber schnell wurde das Ganze als Naturfrevel wieder rückgängig gemacht. Vor vielen Jahrhunderten wurde der Wald abgeholzt. Für den Schiffbau und als Brennholz. Und vor über 100 Jahren wurde hier ein neuer Wald aufgebaut, der jetzt standortgerecht gestaltet wird.